So, dann, es soll ja heute noch Unwetter geben und die Quellwolken sind schon am Himmel. Also machen wir uns noch mal ein kleines Ründchen los. Gucken, was die Autobahn sagt. Ja. Reger Verkehr. Ja. Das ist schon, hat schon fast wieder Normalzustand, sagen wir mal so. Okay. Ab gestern mal wieder beim Video gucken, so ein Video gefunden über die Sperrungen in Tirol zum Beispiel für Motorräder. So sind wir hier nicht in Tirol, aber man weiß ja, wie schnell sowas rüberschwappt, von wo auch immer. Hauptkriterium ist ja dafür, also wenn du da nicht, dass du da nicht fahren darfst, das Standgeräusch deiner Maschine. Standgeräusch. Muss man nicht verstehen, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass das Fahrgeräusch entscheidender ist wie das Standgeräusch. Aber ja, ich bin ja nur Heidebiker. Also das Standgeräusch. Wo findet man das? Findet man links und einmal rechts, findet man beim Kraftfahrzeugschein unter Punkt U1. So, habe ich natürlich sofort mal nachgeguckt, ob ich theoretisch in Tirol fahren dürfte, wenn ich denn wollte. Also folgendes Ergebnis kam raus: hier die 250er, die kleine, Standgeräusch 84 dB angegeben. Die beiden großen, also Tausender und Crossi, je 94. Oh, wie niedlich. Halt. Sie haben Kälbchen. Oh, wie niedlich. Oh, sind die putzig. Sieht man sie? So etwa so groß wie ja, ein Bernhardiner, sag ich mal. Klasse. Ja, da sieht man mal, wofür die Kühe überhaupt Milch geben, ne? Das ist auch so ein Fall für sich. Die Milch, die wir kriegen, die entsteht ja dadurch, dass man den Müttern die Kälber wegnimmt und sie aber trotzdem Milch weiter produzieren lässt, sie eigentlich betrügt. Und das darf nicht sein. Zumindest nicht in dem Ausmaße, wie wir das machen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Aber das ist Paradies hier. Schön. Super. Ah, wo waren wir? Gut. Ja. Standgeräusch. Ah, VW Käfer übrigens. Eingetragen mit 74 dB. Also, dass die kleine hier im Stand doppelt so laut sein soll, denn 10 dB ist ja eine Verdoppelung des Schalldrucks für unser Gehör. Das erschließt sich mir irgendwie nicht. Und der Touareg ist mit 84 angegeben. Also der wäre so laut wie die kleine 250er hier. Nur mal so zum Vergleich. Ja. Der Politikerwille ist unser Himmelreich, sagen wir es so. Mit Anführungszeichen natürlich. Nächste Woche soll es kühl werden.
nur noch 21 Grad oder so, wenn es hochkommt. Willst du mich mal durchlassen, du Arsch? Fahr da rüber, du Blödmann! Ich glaube, ich lüge. Das geht ja wohl gar nicht. Echt, ich bin fast einen Meter breit hier mit dem Ding. Ja, hier rechts ist auch ein Kuhstall. Die sehen die Sonne nur durch diesen komischen Schlitz da oben. Die Rinder. Beziehungsweise Kühe. Rinder nicht, darf man ja nicht sagen. Angenehm so zu fahren. Nur T-Shirt, dünnes Säckchen, alle Lüftungen auf, super. Und dann eine Kiste ohne Windschutz, das ist das Ideale bei so einem Wetter. Die Vierzylinder werden mir jetzt zu heiß von unten. Und für so ein bisschen rumgetuckert tut das kleine Ding das wunderbar. Da geht auch ein Weg rein, könnte man auch mal gucken, wo man hinkommt. Oh, was ist da denn passiert? Das ist ja ein Hammerding. Aha. Ist alles eingezäunt jetzt. Das ist ja ein Ding. Aha. Das ist ja ein Ding. Und da liegt ein totes Eichhörnchen. Tja. Was wird das hier? Was wird das? Gucken, die Vogelfütterung macht. Die ist leer. Da, das ist ein Ding. So, warten wir mal hier.